Zunächst einmal möchte ich meiner Freude Ausdruck verleihen, eine der Jubiläumsveranstaltungen des Forums Soziale Technikgestaltung mitbestreiten zu dürfen. Ich will jetzt nicht nochmal wiederholen, was Alex eh schon gesagt hat in der Einführung, aber ich hoffe, dass aus meinem Beitrag hervorgehen wird, warum ich die Arbeit, die das Forum macht und die WELF koordiniert, für so bedeutsam halte. Wie Alex schon erwähnt hat, sind meine Forschungsschwerpunkte die Zukunft der Arbeit in Zeiten von Digitalisierung und Automatisierung und die Frage, wie Technikentwicklung demokratisiert werden kann. Insbesondere interessiert mich hier, ob es angesichts der tiefgreifenden Auswirkungen der technologischen Entwicklung richtig ist, dass die Interessen von ein paar wenigen Anteilseignern großer Technologiekonzerne darüber bestimmen, wie und wofür die Technik, auf die wir alle bewusst oder unbewusst in unserem alltäglichen Leben angewiesen sind und die auch unseren Arbeitsalltag prägt, gestaltet wird. Oder ob es nicht eine Öffnung der Technikgestaltung hin zu denen, die von ihr betroffen sind, geben muss, auch und gerade in der Wirtschaft. Ich will mit einem konkreten Beispiel anfangen, das vielleicht ganz eindrücklich ist. In Rekordzeit wurden letztes Jahr Impfstoffe gegen das Coronavirus entwickelt und mittlerweile ist ja die Impfkampagne sogar in Deutschland einigermaßen in Fahrt gekommen. Dabei handelt es sich aus meiner Sicht kaum zu unterschätzende Leistung der medizintechnischen Forschung und Entwicklung. Und die wäre ohne die massive öffentliche Förderung der Entwicklung von mRNA-Impfstoffen sowie staatlichen Abnahmegarantien und sonstigen Sicherheiten kaum vorstellbar gewesen. Nun ist es aber so, dass es im globalen Süden an Impfstoff mangelt. Naheliegend wäre nun, die Patente für die Impfstoffe freigeben zu lassen, um so wenigstens perspektivisch die Produktion von Impfstoffen auch im globalen Süden massiv hochfahren zu können. Einerseits geht es dabei natürlich um Menschenleben der ärmsten und verletzlichsten Teile der Menschheit. Und das wäre ja für sich schon ein ausreichender Grund. Andererseits ist es auch völlig einsichtig, dass eine weitere Verbreitung des Viruses im globalen Süden auch das Risiko von Mutationen erhöht, die dann auch wieder in die kapitalistischen Zentren zurückschlagen können und dort neue Herausforderungen hervorrufen. In Großbritannien, also Alex hat ja schon erwähnt, dass ich gerade dort bin, ist es zum Beispiel so, dass die Impfquote viel höher ist als in Deutschland. Ja? Und eigentlich sollten letzte Woche schon weitere Lockerungen erfolgen, aber diese wurden jetzt nochmal um einen Monat verschoben, weil sich die in Indien das erste Mal aufgetretene Delta-Variante des Viruses hier relativ dynamisch verbreitet und deutlicher ansteckender zu sein scheint. Also die Inzidenz in London ist zum Beispiel wieder bei um die 100. Was dieses kleine Beispiel aus meiner Sicht plastisch zeigt, ist, dass die Frage, wer von den Früchten des technologischen Fortschritts profitiert und wer über die Nutzung neuer Technologien bestimmen darf, massive Einflüsse auf unser aller Leben hat. Gleichzeitig werden wir nicht gefragt, ob wir lieber Leben retten und zügige Einschränkungen zurücknehmen oder Pharmakonzernen ihre Profite sichern möchten. Und das gilt auch für andere Formen von technologischer Entwicklung. Ob Kohlekraftwerke oder Windräder gebaut werden, ob die Automobilindustrie auf Pkw mit Verbrennungsmotor oder mit Batterie setzt oder vielleicht sogar auf Busse und Züge umsattelt. Die Technologiepolitik von Unternehmen prägt unser aller Leben. Das Gleiche gilt für unser Arbeitsleben. Wie die Software oder die Maschinen funktionieren, an denen wir arbeiten, hat massive Implikationen für Themen wie den Datenschutz, unsere körperliche Gesundheit und unser geistiges Wohlbefinden, die Arbeitsdichte und so weiter und so fort. Dabei scheint mir wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass die meisten Folgen von technologischem Wandel gerade in der Arbeitswelt eben nicht einfach der Technik zuzuschreiben sind. Vielmehr resultieren die meisten Technikfolgen aus der Einbettung technologischer Entwicklung in eine spezifische politische Ökonomie und den damit einhergehenden Verteilungs- und Entscheidungsstrukturen. Ob zum Beispiel Produktivitätssteigerungen für Arbeitsplatzabbau, Ausdehnung der Produktion oder Arbeitszeitverkürzung genutzt werden, ist ebenso eine Machtfrage, wie ob der technologische Fortschritt im Allgemeinen zur relativen Verarmung vieler und Bereicherung einiger weniger führt. Und diese einigen wenigen würden dann halt in dem Fall die Roboter sozusagen besitzen. Ja? Also es geht nicht darum, nehmen uns die Roboter die Arbeitsplätze weg, sondern unter welchen Bedingungen wird Automatisierung vorangetrieben. Und das Gleiche gilt auch im Kleinen. Ob ein Algorithmus so entwickelt wird, dass er zur Leistungskontrolle und Arbeitsverdichtung genutzt werden kann, oder ob er der Arbeitserleichterung dient. Immer ist die Frage, wer darf über was entscheiden und wessen Interessen setzen sich bei der Gestaltung durch. Allgemein gesprochen werden in der Wirtschaft Unternehmensentscheidungen zunächst einmal autoritär getroffen. Der oder die BesitzerInnen eines Unternehmens bestimmen, welche Maschinen angeschafft werden und was produziert wird mit ihnen. In größeren Unternehmen wird das Tagesgeschäft natürlich in der Regel mittlerweile von Managern erledigt, die ihrerseits aber den Kapitaleignern und ihren Interessen verpflichtet sind. Also die berühmte Shareholder-Orientierung. Aber wie könnte demgegenüber eine Demokratisierung in der wirtschaftlichen Sphäre aussehen?
Ich will mich im Folgenden an das Wirtschaftsdemokratieverständnis des Politologen und Gewerkschafters Fritz Wilmer anlehnen, der unter Wirtschaftsdemokratie den Inbegriff aller ökonomischen Strukturen und Verfahren, durch die an die Stelle autokratischer Entscheidungen, also nur durchs Management zum Beispiel, demokratische treten, die durch die Partizipation der ökonomisch Betroffenen, also zum Beispiel der Beschäftigten oder aber auch der Kundinnen und oder des demokratischen Staates legitimiert sind. Befindet man sich in der glücklichen Lage, zum Beispiel in Deutschland in einem Betrieb beschäftigt zu sein, in dem es einen Betriebsrat gibt, so wird die einseitige Entscheidungsmacht des Managements ein Stück weit eingeschränkt und kontrolliert. Also teilweise heißt es dann in der Literatur, dann hat man sowas wie eine verfasste konstitutionelle Monarchie. Genau. Gleiches gilt für staatliche Eingriffe. Zum Beispiel, wenn der Staat etwa in Form der Arbeitszeitgesetzgebung oder Regelung zum Daten- und Gesundheitsschutz verbindliche Regeln zur Ausgestaltung von Arbeitsprozessen und Technik vorgibt. Zwar heben staatliche Interventionen oder betriebliche Interessensvertretungen in ihrer heutigen Form das grundlegende Machtungleichgewicht, das den ökonomischen Prozess auszeichnet, nicht auf, aber sie stellen doch einen Versuch dar, demokratische Mitsprache über die Zustände in der Wirtschaft zu ermöglichen. Gleichzeitig ist es aber so, dass diese Versuche vor dem Hintergrund des gegenwärtigen technologischen Wandels aktualisiert und ausgebaut werden sollten. Die Gestaltung des technologischen Wandels weiterhin hauptsächlich den Firmenbossen zu überlassen, wäre ökologisch wie sozial aus meiner Sicht verantwortungslos. Auch hier nur ein kurzes Beispiel. Ich habe ja schon erwähnt, dass die Frage, wer vom technologischen Fortschritt ökonomisch profitiert, heutzutage nicht demokratisch, sondern anhand von Eigentumstiteln entschieden wird. Also wer besitzt die Technik? Das Ergebnis ist eine Situation, in der selbst die OECD oder der Internationale Währungsfonds, beides keine Institutionen, die für ihre sonderlich linke Schlagseite bekannt sind, darauf hinweisen, dass die Ungleichverteilung der Produktivitätszugewinne der letzten Jahrzehnte ein massiver Treiber der zunehmenden Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen war. Mit anderen Worten, wie auch schon in den Jahrzehnten davor, hat der technische Fortschritt ermöglicht, dass die Beschäftigten immer mehr gesellschaftlichen Reichtum pro Arbeitsstunde produzieren. Und wie die steigenden Krankheitszahlen und so weiter anzeigen, haben sie das auch durchaus unter großer persönlicher Belastung getan, zum Beispiel Zunahme von Burnout. Nur leider ist davon bei ihnen kaum etwas angekommen. Und das in einem Maße, dass die politische und soziale Stabilität unserer Gesellschaften zu untergraben droht. So ist der Zusammenhang zwischen sozialen Abstiegsängsten oder auch reellem Abstieg und der Unterstützung für rechtsradikale Parteien natürlich komplex und kein zwingender. Also was ich damit meine ist, die Leute sind natürlich trotzdem dafür verantwortlich, wie sie wählen. Aber Studien der Hans-Böckler-Stiftung haben für Deutschland zum Beispiel gezeigt, dass Zukunftsängste und das Gefühl, dem technologischen Wandel ohnmächtig ausgeliefert zu sein, stark mit der Wahl rechtspopulistischer Parteien korreliert. Und für die USA konnte gezeigt werden, dass Landstriche, in denen der technologische Wandel besonders viele Menschen aus gut bezahlten Jobs in der industriellen Fertigung verdrängt hat, besonders stark für Trump stimmten. Wer also der Barbarisierung unserer Gesellschaft einen Riegel vorschieben will, der muss auch dafür sorgen, dass die Früchte des technologischen Fortschritts gerechter verteilt werden und die Menschen in seiner Gestaltung die Erfahrung von Selbstwirksamkeit machen können. Oder wie Oskar Negt, also der sich lange mit der Frage der Wirtschaftsdemokratie befasst hat, einmal pointiert formulierte, es gibt keine Zukunft der Demokratie ohne Wirtschaftsdemokratie. Nach diesen eher allgemeinen Anmerkungen will ich in der zweiten Hälfte meines Inputs den Schwerpunkt auf Projekte legen, die aus meiner Sicht geeignet wären, eine Demokratisierung insbesondere von Investitions- und Innovationsentscheidungen in der wirtschaftlichen Sphäre zu befördern. Ansetzen will ich zunächst einmal auf einer recht hohen Flughöhe, nämlich der staatlichen Innovationspolitik. Diese ist extrem stark auf die Frage der Wettbewerbsfähigkeit konzentriert und stellt zum Teil eine kaum verhohlene Form von Subventionspolitik unter dem Deckmantel der Forschungsförderung dar. Die Förderung gemeinwohlorientierter Innovationen, die oft auch eher sozialer als technischer Natur wären, findet nur verhältnismäßig schwach statt und wird häufig beim Arbeits- und Sozialministerium angesiedelt, statt selbstverständlich auch beim Forschungsministerium oder dem Wirtschaftsministerium einen Platz zu finden. Zudem gibt es kaum eine Verbindung zwischen öffentlicher Forschungsförderung und einer Beteiligung der Öffentlichkeit an den Gewinnen, die aus dieser resultieren. Stattdessen wird darauf gesetzt, dass die gesteigerte Konkurrenzfähigkeit deutscher Unternehmen indirekt schon im Interesse aller sei, würden so doch Arbeitsplätze in Deutschland gehalten. Tatsächlich haben es aber viele Unternehmen in den letzten Jahrzehnten, wie schon erwähnt, also unter Verweis auf den Internationalen Währungsfonds, exzellent verstanden, technischen Fortschritt mit Lohndrückerei zu kombinieren.
Ob also automatisch alle ökonomisch von Innovationen in einem angemessenen Maße profitieren, darf bezweifelt werden. Eine Demokratisierung könnte hier zum einen so aussehen, dass die Priorisierung förderpolitischer Ziele umfassend öffentlich diskutiert und zur Entscheidung gestellt wird, zum Beispiel in Form von Bürgerinnovationsräten. Also man könnte sich dann zum Beispiel mal fragen und auch darüber diskutieren, ob wirklich Wettbewerbsfähigkeit alles ist und ob das unser letzter Gedanke ist, bevor wir ins Bett gehen, oder ob uns nicht andere Dinge umtreiben, zum Beispiel ob uns der Planet um die Ohren fliegt, wie lange wir gesund bleiben können, auch beim Arbeiten, ob wir Zugriff auf besseren und preiswerteren Wohnraum haben. Also die Bedürfnisse können ja sehr vielschichtig sein, die in Technikentwicklung einfließen könnten. Zum anderen sollte man sich aus meiner Sicht von der Vorstellung verabschieden, dass das, was gut für forschungsstarke Unternehmen ist, automatisch auch gut für alle sei. Stattdessen sollte man sich fragen, wie die Öffentlichkeit gesichert von ihren Investitionen in Forschung profitieren kann. Etwa, indem Forschungsförderung in Form von Auftragsforschung vergeben wird, in der Wirtschaft ja ganz üblich, auf deren Ergebnisse die öffentliche Hand dann die Patente halten würde, die sie dann wiederum zur Generierung von Einnahmen nutzen kann oder als Hebel für Wirtschaftspolitik. Und wo das nicht möglich ist, sollte im Zweifel halt die in der Grundlagenforschung ohnehin dominierende öffentliche Forschung ausgebaut und aufs Gemeinwohl reorientiert werden. Auch finde ich, dass nicht vergessen werden sollte, dass es die deutschen Unternehmen zwar sehr gut verstanden haben, ihren Anteilseignern attraktive Dividenden auszuzahlen, aber in 12 Jahren gleich zweimal mit Hunderten von Milliarden staatlicher Gelder gerettet werden mussten. Also immerhin wird dann skandalisiert, wenn in der Krise gerade Unternehmen gerettet werden und gestützt werden mit Kurzarbeitergeld und so weiter und trotzdem Dividenden auszahlen. Aber es ist ja schon bemerkenswert, dass man zweimal die Situation hatte, dass die Allgemeinheit extrem sich engagieren musste und zwischendrin liefen aber die Geschäfte ganz, ganz prächtig sozusagen und es floss kaum was zurück. Ja. So sind alleine seit Beginn der Corona-Krise die staatlichen Schulden um 650 Milliarden Euro gestiegen. Dabei scheint es mir absolut richtig, die Unternehmen zu unterstützen. Also nicht, dass es da ein Missverständnis gibt. Natürlich muss massive Arbeitslosigkeit verhindert werden. Und gerade das Kurzarbeitergeld ermöglicht zum Beispiel auch eine rasche wirtschaftliche Erholung. Also ist eine sehr gute Einrichtung an sich. Aber was ich nicht verstehe, ist, dass der Staat diese massiven Rettungsprogramme kaum genutzt hat, um der Öffentlichkeit Einflussrechte in der Wirtschaft zu sichern und ebenso wenig, um Beteiligung an zukünftigen Gewinnen abzusichern. Nehmen wir zum Beispiel mal die Lufthansa-Rettung als Beispiel. Der Staat hat die Fluggesellschaft, die im Übrigen erst 1997 vollständig privatisiert wurde, also eigentlich davor ein öffentliches Unternehmen war und danach ein teilöffentliches, in der Corona-Krise mit 9 Milliarden Euro Hilfszahlungen über Wasser gehalten. Zu diesem Zeitpunkt war die Lufthansa an der Börse gerade einmal 3,8 Milliarden Euro wert. Das meiste staatliche Geld floss aber in der Form einer stillen Einlage. Also es wurde einfach Geld eingelegt, ohne dass es zum Beispiel Aktien dagegen gegeben hätte. Alles, was es gab, war eine Aktiensperrminorität über 20% und die wurde vor allem von Altmaier damit gerechtfertigt, also vom Wirtschaftsminister, man müsste halt verhindern, dass irgendwie Chinesen noch den Konzern übernehmen oder so. Es stellt sich hier schon die Frage, warum ein Unternehmen mit einem Vielfachen seines Marktwertes gerettet wird, aber im Gegenzug keine Bedingungen wie Arbeitsplatzerhalt oder die Streichung von Kurzstreckenflügen gestellt werden. Und gleichzeitig wurde hier eine Chance vertan, die Allgemeinheit, die sich ja in Form des Staates verschuldet hat, um das Unternehmen zu retten, an der späteren wirtschaftlichen Erholung zu beteiligen. Der Wert der 20-prozentigen Beteiligung hat sich beispielsweise mittlerweile vervierfacht, also von der Lufthansa-Beteiligung. Man sieht also, Rettungspolitik könnte nach der alten Investorenmaxime bei Low Sell High durchaus ein doppelter Gewinn für die Bevölkerung sein. Einmal, indem Arbeitsplatzabbau verhindert wird und zum anderen, indem die Allgemeinheit, die sich für die Rettungspakete verschuldet hat, dafür auch nennenswerte Unternehmensbeteiligung erhält. Man stelle sich mal vor, dieselben Gelder seien geflossen, nur diesmal im Austausch gegen Beteiligung. Die Unternehmen wären dadurch in ihrem operativen Haushalt nicht belastet worden. Sie müssen ja diese Beteiligung nicht zurückzahlen. Insofern wäre es sogar besser als Kredit zu Vorzugskonditionen, was jetzt ja meistens gemacht wurde. Gleichzeitig wäre damit eben gesichert worden, dass die Allgemeinheit an der wirtschaftlichen Erholung und zukünftigen Gewinnen partizipieren könnte, zum Beispiel durch die Verteilung von Dividendenzahlungen an die Bevölkerung. Und es wäre vor allem auch ein Hebel geschaffen worden, direkt Einfluss auf Unternehmenspolitik zu nehmen. Die IG Metall zum Beispiel hat in beiden Krisen und auch für die Bewältigung der sozial-ökologischen Transformation in diesem Sinne die Schaffung eines Public Equity Fonds, also eines öffentlichen Beteiligungsfonds, vorgeschlagen. In Kombination mit einer demokratischen Wahl des Aufsichtsrates eines solchen Fonds
oder der Einrichtung regionaler und sektoraler Transformationsräte oder sogar der Vergesellschaftung von Schlüsselkonzernen, könnte so einer Demokratisierung auch über die Richtung und das Ziel der technologischen Entwicklung Vorschub geleistet werden. Gleichzeitig könnte Wirtschaftsdemokratie damit auch über die klassische Verortung auf der betrieblichen Ebene hinaus erweitert werden, etwa indem in solchen Transformationsräten auch die Zivilgesellschaft und einfache BürgerInnen in ihre Rolle als NutzerInnen technischer Infrastrukturen eingebunden werden können. Also Wilmer sagte auch, die Betroffenen sollen eingebunden werden, was natürlich in erster Linie die Beschäftigten sind, aber nicht nur. Insbesondere, wer eine zügige und gerechte Transformation unserer Wirtschaft anstrebt, sollte anerkennen, dass eine Erweiterung der Entscheidungsprozesse um die Perspektive der von diesem Wandel Betroffenen eine Chance, wenn nicht sogar eine Bedingung für eine gelingende Gestaltung dieses Wandels darstellt. Neben der Schaffung demokratisch legitimierter und im Idealfall sogar durch Wahl besetzter Strukturen, die Einfluss auf Innovations- und Investitionsentscheidungen auf makroökonomischer oder zumindest sektoraler Ebene nehmen könnten, wäre natürlich auch über eine Weiterentwicklung wirtschaftsdemokratischer Mitbestimmungsmechanismen auf betrieblicher Ebene nachzudenken. Ich will Welfi aber nicht so sehr vorausgreifen, also da wird er einen Schwerpunkt legen. Also deswegen nur zwei ganz kleine Anmerkungen. Erstens könnte eine veränderte staatliche Politik natürlich auch die Rahmenbedingungen für betriebliches Handeln verschieben helfen. Ob durch stärkeren Schutz der Interessen von Beschäftigten in Form von Regulation oder dadurch, dass staatliche Gelder an eine Einbindung betrieblicher Interessensvertretung in die entsprechenden Entscheidungsprozesse gebunden wird. In jedem Fall könnte ein günstigeres Klima für betriebliche Interessensvertretung geschaffen werden. Konkret könnten hier zum Beispiel das Instrument der Zukunftstarifverträge weiterentwickelt werden, in denen Unternehmensführungen dazu verpflichtet werden, mit Vertreterinnen der Belegschaft, also in der Regel im Betriebsrat, in einem möglichst transparenten Verfahren zukünftige Investitions- und Produktentwicklungspfade sowie die dazugehörigen Veränderungen der Arbeitsverhältnisse auszuhandeln. Also man könnte einfach, wenn man Geld gibt, schon gewisse Bedingungen dran knüpfen, und zwar nicht nur Tariftreue, sondern auch sowas wie demokratische Mitsprache. Zusätzlich könnten und sollten aus wirtschaftsdemokratischer Perspektive die Befugnisse betrieblicher Interessensvertretungen auch grundsätzlich ausgebaut werden. Es soll ja jetzt erleichtert werden, bei der Einführung von künstlicher Intelligenz im Betrieb ExpertInnen zu Rate zu ziehen, was sicherlich nicht schlecht ist. Viel grundsätzlicher sollte Belegschaften im Kontext eines rapiden technologischen Wandels aber das Recht eingeräumt werden, initiativ aktiv zu werden, wenn es um Investitions- und Innovationsentscheidungen geht, und ebenso ein Vetorecht in diesen Fragen erhalten. Verbunden damit sollten auch Fragen der Leistungsbemessung und der Weiterbildung unmittelbar dem Einfluss von betrieblichen Interessensvertretungen unterliegen. Im Übrigen wäre es ein Irrtum, davon auszugehen, dass die Beschäftigten oder ihre Vertreter diese vermehrte Mitsprache voraussichtlich nutzen würden, um technologischen Fortschritt zu verhindern. Im Gegenteil, es gibt zahlreiche Studien, die belegen, dass Unternehmen, die mitbestimmt sind, innovativer sind als Unternehmen ohne betriebliche Interessensvertretung. Das ist an sich auch kein Wunder. Unternehmen ohne betriebliche Interessensvertretung fällt es leichter, eine Niedriglohnpolitik zu verfolgen, um Profite zu erwirtschaften. Ab einem gewissen Punkt lohnt sich dann auch nicht mehr die Investition in neueste Technologien, wenn die Löhne ohnehin im Keller sind. Demgegenüber üben Betriebsräte tendenziell Druck aus, um höhere Investitionen zu erwirken. Zum einen, weil diese häufig Unternehmen an einen bestimmten Standort binden, und zum anderen, weil bei hoher Investitionsdichte höhere Löhne relativ weniger ins Gewicht fallen und häufig auch höher qualifizierte Arbeitskräfte benötigt werden. Eine Vertiefung wirtschaftsdemokratischer Strukturen hätte aus meiner Sicht jedenfalls das Potenzial, die Gestaltung von Technik und die Diskussion über Technikfolgen radikal zu verändern. Die fremde Technik könnte durch eine Stärkung der Gestaltungsmacht der von ihr Betroffenen umfassend angeeignet werden. Damit könnte auch ein wichtiger Beitrag geleistet werden, um die in der Wahrnehmung vieler Menschen auf einen Wahlakt alle paar Jahre verkümmerte Idee der Demokratie zu revitalisieren. An die Stelle empfundener Ohnmacht, gerade im Kontext des technologischen Wandels, könnte so das Erproben und Einüben demokratischer Prozesse im Alltag treten. Und das könnte nicht zuletzt auch helfen, Tendenzen in Richtung Autoritarismus entgegenzutreten und eine gerechtere Verteilung der Früchte des technischen Fortschritts zu ermöglichen. Gleichzeitig will solche Mitbestimmung auch mit Leben gefüllt und erprobt werden. Und das ist, wie aus Welfs Vortrag sicherlich hervorgehen wird, keine triviale Angelegenheit. In einem der Videos, das die Rosa-Luxemburg-Stiftung anlässlich des 150. Geburtstags von Rosa Luxemburg veröffentlicht hat, wird herausgearbeitet, dass der Streik aus Sicht von Luxemburg eine Art Muckibude der Arbeiterklasse darstellt. Eine Aktion, in der die Beschäftigten ihre Stärke und Handlungsfähigkeit erproben und ausbauen können.
Ich glaube, heutzutage haben die Lohnabhängigen auch Bedarf an innovationspolitischen Muckibuden. Und entsprechend gespannt bin ich auf Waves Einblick in die Arbeit von 30 Jahren. Eine Herausforderung. Forum Soziale Technik. 30 Jahre Forum Soziale Technikgestaltung ist auf der einen Seite eine Geschichte von Lernprozessen, eine Geschichte von Erreichbarkeiten, aber durchaus auch eine Geschichte von Niederlagen. Das gehört dazu. Die berühmte enttäuschte Hoffnung, die Ernst Bloch mal ansprach, ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass man sich weiterentwickelt. Und insofern ist das Forum Soziale Technikgestaltung als ein horizontales Netzwerk auch gleichzeitig so eine Art Rahmen für einen solchen öffentlichen, gemeinsamen, gesellschaftlichen Lernprozess. Ein wichtiger Punkt in diesem Lernprozess ist, dass wir in diesen 30 Jahren feststellen konnten, dass unsere Vorstellung von Arbeit und unsere Vorstellung vom Betrieb, also auch vom Ortbetrieb, sich gravierend verändern und dass von daher die Qualität und die Inhalte von Mitbestimmung sich ebenfalls ändern müssen. Ein sehr zentraler Punkt dabei ist, dass wir es in der Diskussion über die Frage der Technikgestaltung, der sozialen Technikgestaltung, an vielen Punkten mit etwas zu tun haben, das ich mal etwas überspitzt eine Art Marketingnebel nennen würde. Wenn ich in diese 30 Jahre zurückgehe und mir zurückblickend anschaue, mit welchen Leitbegriffen ich es da zu tun hatte, dann wird es einem da schon ein bisschen schwindelig. 1991, als wir angefangen haben, hieß das, was wir heute Digitalisierung nennen, Informatisierung der Arbeit. 4, 5 Jahre später hieß dasselbe dann Multimedia. Weitere 4, 5 Jahre später hieß alles E-Commerce, E-Business, E-Work oder auch E-Government. Weitere 4, 5 Jahre später war alles Smart, Smart Factory, Smart Work, Smart Government. Und dann kam die ganz große Welle, dann war plötzlich alles 4.0, Arbeit 4.0, Industrie 4.0, Bildung 4.0 und nun ist alles KI. Und ich habe schon an anderer Stelle überspitzt gesagt, in 4 Jahren wird alles Neuro sein und vermutlich danach alles Organic. Wenn wir jetzt mal diesen Marketingwust beiseite schieben, dann stellen wir fest, dass sich auf der technologischen Ebene, und damit meine ich die Anwendung und Einführung von Technik in den Betrieben, konzeptionell nicht so viel verändert hat. Wir diskutieren immer noch über die Einführung von mobilen Arbeiten. Wir diskutieren immer noch über die Frage, wie nutzt man elektronische Lernplattformen? Und wir enträtseln immer noch das Zusammenspiel zwischen neuen Prozessorganisationsmodellen und digitalen Anwendungen. Wenn man aus der Perspektive der Technikentwicklung auf dieses Thema zugeht, dann stellen wir fest, dass ein Großteil der betrieblichen Arbeitswelten momentan immer noch 10 bis 15, manchmal bis 20 Jahre hinter der technischen Realität hinterherhinken. Und das bedeutet, wir müssen in unseren Diskussionen 2 Dinge im Auge haben. Das eine ist, wie sprechen wir Kolleginnen und Kollegen an? Wie ermutigen wir sie? Wie motivieren wir sie? Wie geben wir ihnen Kraft, um sich einzumischen? Und auf der anderen Seite den Blick dorthin, wo die Zukunftsfront ist. Mit Front meine ich jetzt nicht eine kriegerische oder militärische Auseinandersetzung, sondern Front ist dort, wo gerade das neueste Denken ist. Und in unserem Sinne das neueste Denken im Hinblick auf das Thema Demokratisierung von Arbeitswelten. Wenn wir dieses zusammenlegen, dann haben wir auf der einen Seite eine Art Wärmestrom, mit dem wir Menschen motivieren und mitnehmen wollen und auf der anderen Seite eine Art Kältestrom, mit dem wir uns der Analyse der technischen Entwicklung zuwenden. Betrachten wir das Thema technische Entwicklung. Forum Soziale Technikgestaltung ist ein Ansatz gewesen, sich einzumischen. Sich einzumischen in der Kritik eines bisherigen Verständnisses von Technikfolgenabschätzung. Als wir starteten, wurde gerade die Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg aufgebaut und kurz danach wurde sie wieder eingemottet. Der Ansatz der Technikfolgenabschätzung von der staatlichen Seite war sehr grob gesagt die Idee, am Ende der Technikentwicklung über die Fragen der Folgen nachzudenken. Unser Ansatz war ein anderer. Wir wollten vor dem Start der technologischen Konzeptionen, vor der Technikgenese, vor der Technikentwicklung
uns einmischen und Rahmenbedingungen und Faktoren und Kriterien einbringen. Das haben uns ein paar Leute als Einmischung in die Wissenschaftsfreiheit angemahnt. Wir haben geantwortet, die Wissenschaftsfreiheit bedeutet nicht Anwendungsfreiheit. Und das bedeutet, wir haben es mit einem Prozess zu tun, den wir aus der betrieblichen Sicht Mitbestimmung nennen. Und für viele, mit denen wir dann auf der technischen Seite und Wissenschaftsseite im Gespräch waren, die verwechselten das Wort Mitbestimmung mit dem Wort Partizipation und übersetzten dieses dann in Beteiligung. Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft machten dann Umfragen unter uns und machten so eine Art Meinungsbild und dachten, das sei dann Partizipation. Dem mussten wir sehr deutlich und klar widersprechen. Denn es geht um Mitbestimmung und das ist ein Recht und nicht eine gewährte Umfrage und nicht eine gewährte Beteiligung von oben nach unten. Mitbestimmung ist ein Recht auf Beteiligung und Durchsetzungsfähigkeit und ist ein Recht auf Einmischung und es ist auch an manchen Stellen, wo es erforderlich ist, ein Recht, ein Veto einzulegen, Nein zu sagen. Die Einführung digitaler Lösungen, die Einführung digitaler technischer Systeme ist in der Regel, in den meisten Fällen, ein mitbestimmungspflichtiger Vorgang. Viele Menschen in der Technikentwicklung, in der Wissenschaft glauben, dass sie Technik entwickeln und der Arbeitgeber führt ein und der Rest führt aus. Das ist ein relativ naives Bild von Wirklichkeit. Insofern war unsere Arbeit als Forum Soziale Technikgestaltung und ist es immer noch, dass wir versucht haben, Übersetzungsleistungen in zwei Richtungen durchzuführen. Zum einen Kolleginnen und Kollegen, die nie die Möglichkeit hatten, an der Hochschule zu sein, zu studieren und sich dort im akademischen Milieu rumzutreiben, denen in einer verständlichen Sprache deutlich zu machen, was an Technikentwicklung auf sie zukommt und wie sie sich einmischen können. Und auf der anderen Seite denen, die Technikentwicklung, die Forschungsentwicklungsseite, denen durch klare Kriterien zu sagen, was der Wunsch, die Anforderung und die Forderung derjenigen ist, die später mal die Anwendenden sein werden. Das heißt, diese Übersetzung in zwei Richtungen war einer der Grundgedanken. Wir haben dabei auch eine ganze Menge gelernt. Das Wichtigste, was wir dabei gelernt haben, ist, dass wir unseren Begriff von Digitalisierung verändern müssen und vielleicht damit verbunden auch unser Verständnis des Wortes Betrieb. Wir sind alle zusammen groß geworden mit einem Wort Digitalisierung, was wir heute gerne darauf reduzieren, nach dem Motto, kann die Person ihr Smartphone bedienen, weiß sie, welche Punkte sie berühren muss und wisch und weg. Und wenn es abstürzt, wie sie schnell wieder reinkommt. Wir reduzieren an vielen Punkten digitale Anwendung auf das Wechselverhältnis von Mensch und Oberfläche, von Mensch und Display, von Mensch und mobilem Endgerät. Man könnte auch sagen, digital ist das, was ich sehen und berühren kann. Das ist aber ein Widerspruch in sich, denn wenn ich es berühren kann, kann es ja schon gar nicht mehr digital sein, dann ist es ja physisch. Dieser Veränderungsprozess des Digitalen hat damit zu tun, dass wir in den 90er Jahren mit einem Digitalisierungsbegriff aufgewachsen sind, wenn man es mal politisch betrachtet, der davon ausging, dass die Endnutzerinnen und Endnutzer am Ende der Kette des Digitalen stehen und von dort aus ihre Perspektiven einbringen und sagen, wie hätten wir es denn gerne? Und da begann es natürlich sehr einfach, zunächst mal mit Fragen der Ergonomie, mit Fragen des Gesundheitsschutzes, des Arbeitsschutzes, mit Fragen der Zeit, des Managements und viele andere Punkte. Es hat also damit zu tun, wie gestalten wir die Arbeitsbedingungen, wie gestalten wir die Einführung von Technik und wie kann man die Entwicklung von Technik im Hinblick auf diese Arbeitsbedingungen beeinflussen. Aber wir hatten immer davor zurückgeschreckt, uns direkt in die Technik einzumischen. Wir waren nicht immer der Meinung, wir wollen die Bedingungen der Einführung der Technik diskutieren. Manche hatten das missverstanden und haben daraus abgeleitet, dass Technik in irgendeiner Weise neutral ist. Da muss ich deutlich widersprechen. Technik ist immer politisch. Auch jeder Algorithmus ist politisch. Denn die Entwicklung von Technik ist immer Ausdruck des Wechselverhältnisses von Macht und Herrschaft auf der einen Seite und demokratischer Mitwirkung, demokratischer Beteiligung und demokratischer Mitbestimmung auf der anderen Seite. Nun hat sich dieses Wechselverhältnis im Laufe der letzten 30 Jahre verändert.
an ein paar Punkten zum Besseren, in ein paar anderen Punkten zum Schlechteren. Die entwickelte Technik war jeweils Ausdruck dieses Kräfteverhältnisses und insofern steckt in jeder technischen Entwicklung immer dieses Kräfteverhältnis mit drin. Das heißt, wenn wir über Anwendung und Mitbestimmung in der Technikentwicklung reden, dann reden wir über Mitbestimmung und Demokratisierung von Technik. Wir haben aber einen speziellen Ort, der Ort Betrieb. Und mit Betrieb meine ich jetzt genauso gut Verwaltung, Dienstleistungszentren, Büros, Handwerkswerkstätten etc. Der Ort Betrieb ist ein verfasster Betrieb, das Betriebsverfassungsgesetz oder das Landespersonalvertretungsgesetz. Diese Gesetze verorten das in einer besonderen Weise und geben spezielle Rechte. Dieser verfasste Raum klappt anders, funktioniert anders als die Frage eines einzelnen Verbrauchers, einer einzelnen Verbraucherin, wenn sie sich gegen Amazon oder Ähnliche durchsetzen will. Die Verfasstheit im Sinne des Mitbestimmungsrechts, was nicht weit genug geht, aber immerhin ein Einstieg ist, bedeutet, dass wir Spielregeln haben für die Technikentwicklung, die wir nutzen können. Wenn ich jetzt zurückgehe auf das Wort Technikentwicklung und auf die Frage der Marketingbegriffe, wenn wir die ganzen großen Begriffe mal beiseite räumen, dann stellen wir fest, dass wir in diesen 30 Jahren Forum Soziale Technikgestaltung an einer wesentlichen Stelle tatsächlich einen Einbruch hatten, einen qualitativen Wandel. Dieser qualitative Wandel ist aber meines Erachtens weder ausreichend in den Gewerkschaften noch ausreichend in den gesellschaftlichen Diskussionen wahrgenommen worden. Die Technikentwicklung, die bis ungefähr Ende der 90er Jahre ging, hat sich immer daran orientiert, dass Technik etwas ist, wenn sie gut gemacht ist und gut eingebaut ist und mitbestimmt durchgesetzt wurde, dass sie eine Technik ist, die den Menschen unterstützt, die Arbeit erleichtert, verbessert, humanisiert. Daher der Begriff Assistenztechnik. Es sollte eine Technik sein, die unterstützt. Gut gemachte Technik ist Assistenztechnik. Gut gemachte Assistenztechnik hat zugleich etwas, was mit einem sehr alten Begriff aus den 70er Jahren kombiniert ist, nämlich Handlungsträgerschaft Mensch. Bei der Assistenztechnik entscheidet der Mensch, was die Technik tut, was sie nicht tut, wann sie stoppt. Im guten Sinne des Wortes ist in der Assistenztechnik der Mensch der Souverän der Technik Anwendung. Klar, jetzt kann viele Leute anwenden und sagen, aber es gibt doch die und die und die negativen Beispiele. Das ist richtig. Ich beziehe mich jetzt mal nur auf das ideale Bild von Assistenztechnik. Ich beziehe mich deswegen darauf, um damit deutlich zu machen, dass wir es mit einem anderen Modell von Technikentwicklung zu tun haben, die ganz andere Anforderungen an die Mitbestimmung bringt. Und das will ich jetzt im Kontrast darlegen. Neben dieser Assistenztechnik hat sich um die Jahrtausendwende herum eine andere Technologie entwickelt, die ich vereinfacht gesagt als Vollmachtstechnik bezeichne. Das heißt, dahinter steckt die Idee, dass der souverän Mensch, dass die Handlungsträgerschaft Mensch übertragen werden kann auf einen komplexen Softwarehaufen. Dass dieser komplexe Softwarehaufen in der Lage ist, im Namen von jemand, wer auch immer, rechtsverbindliche Prozesse in Echtzeit im virtuellen Raum durchzuführen. Diese Vollmachtstechnik, diese Bevollmächtigung eines Softwarehaufens bezeichne ich als Delegationstechnik. Das ist der komplementäre Begriff zu Assistenztechnik. Diese Delegationstechnik ist seit Beginn der 2000er Jahre in den Prozess der Entwicklung und Anwendung gekommen. Es hieß am Anfang noch Softwareagenten, mobile Agenten, Plattformen. Im Rahmen von 4.0 wurde das zu cyberphysischen Systemen, CPS. Und heute steckt es als Agententechnik in dem, was wir heute wieder marketingtechnisch als KI bezeichnen. Diese Delegationstechnik aber bringt uns in der Frage der Mitbestimmung im Betrieb in erhebliche Probleme. Denn ein nicht unwesentlicher Teil dieser Delegationstechnik besteht aus Software, die eine andere Qualität von Werkzeugcharakter hat. Die Werkzeuge der Assistenztechnik, die verändern sich durch Anwendung nicht. Da bleibt ein Hammer und eine Beißzange, auch wenn sie 40 Jahre genutzt wird. Sie sieht halt ein bisschen lädiert aus, aber sie verändert sich in ihrer Qualität nicht. Ein nicht unerheblicher Teil der Delegationstechnik aber ist ein Softwarewerkzeug, das sich durch Anwendung verändert. Bildlich gesprochen, das ist morgens ein Löffel, mittags eine Gabel und abends ein Messer. Es bleibt ein Besteck,
aber es verändert sich. Diese Veränderung eines Softwarewerkzeugs im Rahmen von Delegationstechnik bringt uns in eine strategische Schwierigkeit, nämlich die Frage, wann und wo findet Mitbestimmung und Arbeitsgestaltung statt. Wenn man sich mit den IT-Teams unterhält und insbesondere mit den Kolleginnen und Kollegen, die auf der IT-Seite mit uns sympathisieren und uns unterstützen, dann geben die uns eigentlich relativ deutlich und schnell zu, dass sie sich in einem Bereich bewegen, wo ein bestimmter Teil dieser Delegationstechnik auch aus der Sicht der IT-Teams nicht mehr vollständig in ihrem Verlauf kontrolliert werden kann. Wenn wir ein Software-System haben, was permanent neue Daten aufnimmt und sie permanent neu verarbeitet, sodass im Sekundenbruchteilen sich dieses Werkzeug verändert, dann ist nach einer gewissen Zeit auch für die IT-Teams, die das aufgebaut und implementiert haben, sind die Prozesse nicht mehr vollständig nachvollziehbar. Das heißt, die Idee der Rückholbarkeit, der Nachvollziehbarkeit, der Transparenz und der Dokumentationsfähigkeit sind dann so nicht gegeben. Wir haben es mit einem Prozess zu tun, dass ein nicht unwesentlicher Teil dieser Technologie nach ihrem Start nicht mehr oder nur mit allerhöchsten Schwierigkeiten gestaltbar ist. Das ist ein großer Unterschied zu dem, was wir bisher als Assistenztechnik hatten und dem, was wir mit dem alten Oskar Neg diskutiert haben mit dem Erfahrungsansatz. Diese neue Delegationstechnik verlangt von uns an mehr und mehr Stellen, dass wir die Gestaltung und die Mitbestimmung vor den Start der technischen Anwendung stellen. Das ist eine enorme Herausforderung an Abstraktion, an Komplexität. Und das fordert Kolleginnen und Kollegen in Betriebs- und Personalräten enorm heraus, eine Riesenschwierigkeit. Und die meisten denken, ja, jetzt kommt der Schröter und will, dass alle ein Informatikstudium machen, bevor sie mitreden können. Nein, darum geht es gerade nicht. Es geht darum, dass wir das, was wir mitbringen für den Prozess der Technikgestaltung und die Frage, wie eine Demokratisierung von Technik aussehen kann, dass wir diese Fähigkeiten, diese Kompetenzen verbessern und zuspitzen. Und hier kommt ein entscheidender Punkt, den ich in den Diskussionsprozess der sozialen Technikgestaltung immer wieder hervorhebe. Wir müssen dafür sorgen, dass das Erfahrungswissen der Kolleginnen und Kollegen auf der gleichen Augenhöhe landet und untergebracht ist, wie das Fach- und Sachwissen der IT-Seite. Die Idee mancher ITlerinnen und ITler, dass nur die Informationen relevant sind, die man digitalisieren kann, unterstellt, dass alle Erfahrung digitalisierbar ist. Das ist eben nicht so. Ein intuitives Erfahrungswissen wäre kein intuitives Erfahrungswissen, wenn es digitalisierbar wäre. Das ist ein Widerspruch in sich. Das heißt also, wir haben es hier mit Erfahrungswissen und Know-how zu tun, was nicht explizit ist, was nicht in Worte gefasst ist, was aber in den Menschen vorhanden ist, was nicht vom Menschen trennbar ist. Das hat der Mensch gelernt. In Bezug auf die Diskussion mit dem Handwerk habe ich dazu den Begriff des Gedächtnisses der Hände hervorgebracht. Das bedeutet, die Kolleginnen und Kollegen wissen in ihren Händen, was sie wann tun müssen, welche Schraube sie in welcher Richtung, mit welcher Kraft drehen müssen. Und wenn man sie anschließend fragt, kannst du mir das mal aufschreiben, dann schütteln sie den Kopf und sagen, meine Hände haben das gemacht, die wissen, wie es geht. Das heißt, wir haben es hier mit einem Spannungsverhältnis zu tun zwischen der Notwendigkeit, das Erfahrungswissen der Kolleginnen und Kollegen hervorzuholen, zu unterstreichen, zu stärken, zu motivieren und wertzuschätzen. Und auf der anderen Seite einer Entwicklung von Delegationstechnik, die in der Lage ist, rechtsverbindlich hinter dem Rücken des Menschen handeln zu können, und zwar in Echtzeit. Für unser Denkansatz, und das ist ein entscheidender Punkt für 30 Jahre Forum Soziale Technikgestaltung, bedeutet das, dass wir im Bereich der Assistenztechnik den Denkansatz von Oskar Neg weiterfahren müssen. Das heißt, neue Technik kommt, wir spielen damit, experimentieren damit, probieren sie aus und diskutieren anschließend über die Bedingungen der Einführung. Bei Delegationstechnik geht diese Reihenfolge nicht. Da muss die Frage der Gestaltung und der Mitbestimmung vor dem Start sein, vor der Erfahrungssuche. Wenn ein Kollegin oder ein Kollege zu mir kommt und sagt, Schröter,
ich habe dir zugehört, ich habe nichts verstanden, zeig mir das mal, dann ist meine erste spontane Antwort, wenn ich es dir zeigen kann, ist schon zu spät. Das bedeutet, wir müssen hier verstehen, dass wir nennen das vorausschauende Arbeitsgestaltung. Den Prozess der Mitbestimmung, den Prozess der sozialen Technikgestaltung im Bereich dieses Typs von Delegationstechnik vor den Start der Technik setzen müssen. Das ist ein enormer Schritt. Dieser Schritt ist auch in den gewerkschaftlichen Diskussionen noch nicht angekommen. Denn viele gewerkschaftliche Debatten sind immer noch auf der Ebene der Assistenztechnik. Das ist für viele Bereiche richtig, das brauchen wir auch, aber es reicht nicht aus. Wir brauchen einen zusätzlichen Schritt. Diese Form von Delegationstechnik verlangt aber von uns, dass wir in der Lage sind, unser Erfahrungswissen zu präzisieren. Wenn ich zu einem IT-Team gehe und sage, macht mir mal eine ethische Software oder macht mir eine soziale Software, da fallen die vor Lachen um und sagen, Schröter, komm wieder, wenn du weißt, was du willst. Mit dem Wort ethische Software können wir nichts anfangen. Du musst dein Zeug präzise aussprechen. Und das ist der Punkt, wo wir sind. Wir brauchen auf der Ebene der Kolleginnen und Kollegen einen zusätzlichen, einen anderen Lernprozess. Wir müssen das, was wir als Erfahrungswissen haben, so präzisieren können, dass wir dieses als präzise Anforderungen formulieren und artikulieren können. Und jetzt kommt da etwas ganz Entscheidendes hinzu und damit sprenge ich auch die Köpfe und das Denksystem. Wir müssen unsere Anforderungen nicht mehr nur auf der Ebene von Bundesgesetzen, Tarifverträgen und Betriebs- oder Dienstvereinbarungen unterbringen. Das brauchen wir weiterhin und die müssen weiterhin erweitert, demokratisiert und verbessert werden. Aber aufgrund der Tatsache, wie diese Delegationstechnik tickt, müssen wir unsere Anforderungen unmittelbar in der Technik unterbringen. Das heißt, wir müssen unsere Anforderungen so präzise formulieren, dass wir sie im Algorithmus, in den algorithmischen Systemen direkt verankern können. Das ist zwingend erforderlich. Deswegen haben wir das Projekt gestartet, der mitbestimmte Algorithmus. Und darin sammeln wir im Augenblick Erfahrungen. Wir haben dafür 30 generische Kriterien entwickelt, die man für den Start, für die Zulassung von demokratisierten Algorithmen und algorithmischen Systemen zugrunde legen kann. Und wir versuchen, diese zu diskutieren, weiterzuentwickeln, zu verbessern und zu schauen, was geht und was nicht geht. Ich will mit diesem Beitrag deutlich machen, dass wir beim Thema Mitbestimmung nicht nur eine Erweiterung der Mitbestimmung im klassischen Verständnis von Mitbestimmung brauchen und im Umgang mit der bisherigen Technik, also der Assistenztechnik, sondern wir brauchen eine neue Qualität von Mitbestimmung, angesichts der neuen Qualität von Digitalisierung, das, was ich als Delegationstechnik bezeichne. Das ist ein qualitativer Schritt. Dazu brauchen wir andere Formen von Beratungen für Kolleginnen und Kollegen in Betriebs- und Personalräten. Wir brauchen andere Diskurse in den Gewerkschaften und wir brauchen eine Verknüpfung der Demokratie- und Mitbestimmungsdiskussionen in den Betrieben und außerhalb der Betriebe. Denn das, was die Menschen als Erfahrungswissen dort einbringen und einbringen können und einbringen sollen, ist ja nicht auf das Wort und auf den Ort Betrieb reduziert. Der Mensch ist in seinem Denken und in seinem Fühlen, in seiner Selbstwahrnehmung ganzheitlich. Wenn er in den Betrieb geht, dann hat er seine Wohnsituation genauso in den Klamotten wie die Frage, ob das Kind im Kindergarten ist oder nicht, ob jemand krank zu Hause liegt oder ob es andere Probleme gibt. Das heißt, wer über das Erfahrungswissen geht, hat einen ganzheitlichen Prozess und keinen technikzentrierten. Und insofern brauchen wir dort eine Verknüpfung von Mitbestimmung im Betrieb und Mitbestimmung in der Gesellschaft, Ausweitung von Mitbestimmung, von weiterer Demokratisierung. Aber wir müssen auch immer wieder darauf hinweisen, wir müssen unseren Begriff von Digitalisierung, unseren Begriff von Arbeit und unseren Begriff von Betrieb erweitern und verstehen, wohin die Reise geht. Schlusssatz, die Anwendung von Delegationstechnik wird, soweit ich das im Augenblick übersehen kann, nicht primär entwickelt, um sie allein innerhalb des Betriebes anzusetzen, sondern sie wird entwickelt, implementiert und angewandt, um die Beziehung zwischen den Betrieben zu steuern. Es geht um die automatisierte Steuerung von Wertschöpfungsketten auf horizontaler Ebene.
Was wir brauchen, ist eine Diskussion über Mitbestimmung entlang der Wertschöpfungskette. Und das geht weit über den Ort Betrieb hinaus. Ich danke fürs Zuhören.